gesagt. Wir unterstützen vollständig auch die Initiative, auch Richtung Prospekt, Richtlinie vereinfachen und so weiter. Aber das ist wirklich nur ein Teil für viele Firmen, die gehen nicht auf den Kapitalmarkt. Die österreichische Wirtschaft ist klein- und mittelbetrieblich organisiert und wir haben, ja, vielleicht eine dreistellige Zahl von Unternehmern, die man als Großunternehmen sehen würde. Für die ist die Vereinfachung der Prospektrichtlinie in der Kapitalmarktunion wichtig. Aber das Gros der Firmen lebt von Krediten. Und insofern ist es völlig richtig, was Präsident Vogel auch gesagt hat, die Realwirtschaft lebt von Krediten, von Banken und so weiter. Und die Regelungen von Basel 3, 4 sind überbordend und nehmen eigentlich auf die KMUs wenig oder keine Rücksicht, beziehungsweise die Banken haben so viele Unterlegungspflichten, dass sie die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen einschränken. Das ist das wirkliche Problem und da stimme ich Präsident Vogel völlig zu. Damit bin ich nämlich auch schon bei dem Thema Bürokratie. Warum leidet Europa und damit auch Österreich auch an einer gewissen Wachstumsschwäche? Dr. Hellmannstein hat es auch gesagt, wir haben Probleme in der Umsetzung, wir haben Bürokratie und teilweise, muss man auch sagen, sind EU-Regelungen realitätsfremd. Und deshalb ist die REFIT-Plattform sehr wichtig. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele nehmen, wo wir aktuell betroffen sind. Verbraucherrechte-Richtlinie. Sieht umfassende Informationspflichten für Konsumenten vor. Wenn die nicht eingehalten werden, kann der Konsument auch gratis zurücktreten. Grundsätzlich Konsumentenschutz völlig okay, völlig d'accord. Nur es gibt eine Regelung drin, die sozusagen Haustürgeschäfte beinhaltet. Nur die Europäische Union versteht nicht unter Haustürgeschäfte sowas, wie wir klassisch unter Haustürgeschäften verstehen. Der Staubsaugervertreter kommt an die Tür, läutet oder will Ihnen einen Staubsauger oder einen Zeitschriftenabo geben, sondern Haustürgeschäfte oder es heißt außer Geschäftsraumverträge, bedeutet auch, der Konsument ruft den Professionisten, den Tapezierer an und sagt, kommen Sie in meine Wohnung, schauen Sie sich das an, messen Sie aus und wenn der Vertrag in der Wohnung abgeschlossen wird, dann ist es gleiche Regelung wie die klassischen Haustürgeschäfte. Oder noch extremer, Sie haben einen Wasserrohrbruch zu Hause, rufen den Installateur und der Installateur muss Ihnen zwei Seiten, so ungefähr 20 Fragen vorlegen, bevor er überhaupt zu arbeiten beginnt, weil wenn er sie nicht über Rücktritt belehrt, hat der Konsument zwei Jahre hindurch Rücktrittsrecht, ohne dass er die Leistung bezahlt. Das ist realitätsfremd. Anderes Beispiel aus dem Tourismusbereich, Pauschalreiserichtlinie, heißt jetzt Bausteinreisen. Im Grunde genommen braucht jeder Hotelier eine Reisebüro-Lizenz, weil wenn die Nebenleistungen, die er anbietet, mehr als 25% der normalen Übernachtungskosten und so weiter beträgt, dann hat er völlig andere Verpflichtungen gegenüber dem Konsumenten. Nur was heißt 25%? Eine Massage oder Konzertkarten oder Fahrradverleih oder E-Bike oder sonst was, wenn er das zusätzlich anbietet, ist er in dieser Bausteinreise drin und braucht eigentlich eine Reisebüro-Lizenz. Völlig realitätsfremd, wenn man sich die österreichische Landschaft der Hotellerie an oder Gastronomie anschaut. Das sind Punkte, die ein bisschen in die Richtung Wirtschaftsvertreibung oder Investitionsfeindlichkeit geht. Oder wenn die Europäische Union, so wichtig Investitionen, EFSI-Fonds und so weiter sind, die Regeln sind zum Teil extrem kompliziert. Und auch Klimaschutzkonferenz Paris. Es ist unheimlich wichtig, dass Europa sauber ist, im Umweltschutz Regeln einhält und so weiter. Nur es bringt nichts, wenn Europa, das für 9% der weltweiten Emissionen zuständig ist, sagt, es ist uns wurscht, was die Chinesen machen, es ist wurscht, was die Inder machen, es ist wurscht, was die Russen machen, es ist wurscht, was die Amerikaner machen. Wir bauen um 50% die Emissionen ab. Und die anderen, ja, hoffentlich kommen die nach.
warum soll man dann noch in Europa investieren? Und das sind genau die Punkte, die ich auch hier aus der Welt bringen wollte. Da können wir uns über die Wirtschafts- und Währungsunion, Vereinfachung und so weiter noch so viel unterhalten. Und insofern hat der Präsident Vogel völlig recht. Wenn die Rahmenbedingungen für die Unternehmer nicht stimmen, dann wird in Europa nicht mehr investiert werden.